Ach, wie die Zeit vergeht. Eine neue Woche und schon wieder eine neue Sportstunde. Wahnsinn, ne? Hallöchen, hier ist der Olli Dütschke, Tachchen, und Patrick Hoch ist auch wieder dabei. Ja. Genau. Wahnsinn, jede Woche. Und da merkt man erstmal, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, es ist kommt auch Frühling, hier scheint die Sonne durchs Fenster. Ich glaube, das ist ein Satz, der mit am Tag am meist gesprochen wird in ganz Deutschland. Was hier ist Frühling und das so, wie die Zeit vergeht. Ja, das ich glaube, sieht man mal wieder einen nach 3 Wochen. Mein Gott, bist du groß geworden. Wie die Zeit vergeht. Das denke ich mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe, aufstehen muss. Genau. Ja, die Zeit vergeht, schon wieder aufstehen. Oder wenn man denkt, oh, wann waren wir Fußball-Weltmeister? Ach, wie die Zeit vergeht. Auch schon wieder 10 Jahre her, soweit ich mich erinnere. Ne? Auch über das Thema heute irgendwas mit Fußball im Programm. Und wir sind, wo sind wir denn heute geografisch unterwegs? Wir sind mitten in Deutschland, wir sind bei Tussis, wir sind in Flensburg, wir sind quasi all over the place in Deutschland unterwegs. Genau. Die Metropolen unserer heutigen Show: Würzburg, Neuwied, Metzingen, Leipzig und Flensburg. Das Who is Who der schönsten deutschen Städte. Ja, da lohnt sich doch einfach mal hinzufahren, bei uns mit auf die Reise zu kommen sozusagen. Ja, steigen Sie ein, fahren Sie mit im Bus durch Deutschland. Deutschlandreise. Deutschland. Gibt es das Spiel eigentlich noch, Deutschlandreise? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber gute Frage, das haben wir früher gerne gespielt. Mhm. Europareise gab es, glaube ich, auch. Ja, das war irgendwie viel gespielt, nie kapiert, glaube ich. So wie ähnlich wie Monopoly. Wir schweifen ab, wir wollen über Sport reden und wir beginnen heute mit dem Sportler der Woche. Ja. Jetzt nicht, weil er am Wochenende überragend performt hat, wie wir es normalerweise machen, sondern aufgrund seiner, wie sagt man da? Karriere. Seine Vita, alles, was er in seinem Sportlerleben so gerissen hat, denn Benedikt Doll, unser Biathlonstar, hat am Wochenende sein letztes Rennen absolviert. Schade. Ja, einerseits schade und andererseits schön, dass wir die Karriere miterleben durften, denn das war echt erfolgreich, was er da am Wochenende in Kanada beendet hat. Der gewann 6 Weltcuprennen, stand 21 Mal auf dem Podest, also war 1., 2., 3. Gewann Bronzemedaillen über die Bronzemedaillen in Pyeongchang. WM-Titel. Ja, genau. Man kam an Biathlon nicht vorbei ohne Benedikt Doll. Es war sehr, sehr nett. Und im Februar hat er sogar noch bei der WM Bronze geholt in Novo Mesto. Also, coole Karriere. Respekt. Auf Wiedersehen, Benedikt Doll. Und bist herzlich eingeladen. Wie seinerzeit zum Beispiel Fabian Riesle, über die Karriere ein bisschen zu plaudern. Wie es denn so war. Und was jetzt so kommt. Ne, dafür sind wir da. Das reimt sich ja jedenfalls. Sagen wir es mal Rappen so, in Canmore wird nicht viel kommen. Das war nämlich sein letztes Rennen in Kanada. Ja, da war er 27. Aber letztes Rennen, ich glaube, da bist du auch nicht mehr so Sportler-deutsch fokussiert, dass du da unbedingt nochmal auf Platz 1 landen willst, sondern da geht dir, glaube ich, so viel durch den Kopf. Wirst vielleicht auch unterwegs ein bisschen sentimental und dann ist es ja auch okay, um Gottes Willen. Das ist richtig. Was war denn noch? Es gab eine wichtige Entscheidung. Auf der letzten Rille, möchte ich mal sagen. Die Handballer hatten ihre Männer-Olympia-Qualifikation. Jo, das war ja, enges Höschen, ne? Ja. Enges Höschen. Am Ende hat es ja gegen die Handballübermacht Österreich dann gereicht, ne? Mhm. So eben, ist aber dann auch irgendwie egal, die Jungs vom DAB sind dabei und jetzt wollen wir mal gucken, was da so noch passiert, zum Beispiel in Paris. Und ich glaube, wir beiden reden da gar nicht drüber. Wir holen uns für sowas, was denn die Mannschaft in Paris holen kann, was denn so eine Olympia-Quali für die Handball-Bundesliga bedeutet. Holen wir mal einen Experten rein. Und da gibt es einen, der selber Olympionik war, der selber Nationalspieler war, der zurzeit Geschäftsführer beim
Erstligisten SG Flensburg-Handewitt ist. Hören wir noch mal so, was Holger Glandorf von sich gibt. Holger, als ehemaliger Olympionik, wie sehr hast du denn am Wochenende mit der deutschen Handballnationalmannschaft gezittert? Ja, schon ein bisschen, muss man sagen, weil ich glaube, man gönnt natürlich jedem Sportler das, also mal die Teilnahme bei Olympischen Spielen, ist was ganz, ganz Besonderes und natürlich vor allen Dingen auch den Sportlern aus unserer, aus meiner Sportart im Handball und das finde ich super gut, dass die Jungs das geschafft haben. Jetzt müssen noch die Frauen nachziehen und dann ist natürlich gerade für den deutschen Handballsport natürlich ein tolles Ereignis und dann ist auch perfekt. Da schließt sich die Frage an, wie wichtig ist das, dass die Mannschaft sich dann doch für Olympia qualifiziert hat, auch für die Liga, auch für euch? Ja, natürlich. Die Nationalmannschaft ist in Deutschland unser Zugpferd. Das ist allen bewusst und umso wichtiger ist auch, dass der Handball bei den Olympischen Spielen vertreten ist, die Bühne bekommt und jetzt hat man natürlich noch ein bisschen Zeit, bis im Sommer den Kader zusammenzustellen und es ist dann so gut wie möglich bei Olympischen Spielen abzuschneiden. Was hat die Mannschaft jetzt für Chancen in Paris? Was glaubst du? Ja, ich glaube, wir sollten realistisch bleiben. Also wenn man die Europameisterschaft betrachtet und jetzt auch, sagen wir mal, die sportliche Leistung jetzt an diesem Wochenende bei der Quali, glaube ich, wird es schwer, eine Medaille zu gewinnen. Aber natürlich, wenn wir schaffen, alles abzurufen, es ist viel Potenzial in der Mannschaft, das sieht man immer wieder, ist natürlich auch eine Überraschung möglich. Aber rein realistisch, glaube ich, werden wir nicht um die Medaillen kämpfen. Kann das sein, dass wir so ein bisschen geblendet waren? Wir hatten eine Europameisterschaft im eigenen Land, wir hatten einen Hype, wir hatten eine Riesenstimmung, wir haben geträumt von einer Medaille. Das wurde am Ende ja, war die Stimmung dann nicht mehr so gut, also aus sportlicher Sicht. Jetzt haben wir uns mehr oder weniger durch eine Quali gekämpft mit einem Zittersieg gegen Österreich. Wie gut ist der deutsche Handball? Ja, ich glaube, wir haben die ersten drei Mannschaften von der EM, die sind schon zu Recht da vorne, das muss man einfach so sagen. Und danach kommt ein breites Feld, wozu auch Deutschland gehört und auch zum Beispiel Kroatien. Und da, glaube ich, können wir gegen jeden gewinnen, aber auch irgendwie gegen jeden verlieren. Und da gilt sich halt peu à peu hochzukämpfen. Es ist so, wie ich sagte, wir haben ein großes Potenzial, glaube ich, in der Mannschaft. Das zeigen vor allem die jungen Spieler. Und wenn man das auf die Platte bekommt und die Jungs gesteuert bekommt, habe ich für die Zukunft jetzt nicht so große Angst. Aber ich glaube, unter die ersten drei aktuell, die sind noch einfach ein Stück weit weg. Wie hast du die Diskussion um Alfred Gislason mitbekommen mit der Vertragsverlängerung vorher? War das richtig, wenn er ausscheidet, dann doch nicht? War das alles so sinnvoll, was da gemacht wurde? Ja, es ist schwer zu sagen. Also intern war es wohl alles relativ klar geregelt. Jetzt nach außen hin ist es natürlich kommunikativ schwieriger gelaufen. Ich glaube, hätte sich vielleicht eher einen Gefallen getan, das erst nach der Olympia-Quali zu kommunizieren, aber nun ist mal so und hat natürlich dadurch ein bisschen den Fokus auf die Jungs und auf die Olympiateilnahme fast verloren. Aber im Grunde genommen ist es gut gegangen und jetzt geht man den Weg jetzt mit Alfred Gislason weiter und lässt ihn die Mannschaft entwickeln. Ich habe eben von so einem Hype gesprochen, Stichwort Euro. Ihr seid sowieso eine Handballhochburg, die U21 wurde Weltmeister. Habt ihr das noch ein bisschen gespürt? Habt ihr mehr Zulauf? Ja, das ist genau das. Das ist natürlich schwer zu messen bei uns. Ich glaube, wir können das gerade aktuell überhaupt nicht beschweren. Es sieht so aus, als wenn jetzt die ganze Rückrunde jedes Spiel ausverkauft ist bei uns in der Halle. Also ist es für uns natürlich schwer zu bemessen, kommen die jetzt wegen der Europameisterschaft in die Halle als Nachwirkung oder kommen die einfach so in die Halle, weil sie Lust auf Handball haben in Flensburg. Aber natürlich hilft das immer allgemein im Handball und auch uns, wenn die Nationalmannschaft gut abschneidet, wenn ein großes Turnier in Deutschland stattfindet. Man sieht auch, dass die Hallen natürlich voll waren, wenn Deutschland nicht gespielt haben. Das ist natürlich auch ein Riesenplus hier in Deutschland, dass so viele Interessierte da sind. Natürlich profitieren wir da auch, das ist keine Frage. Aber es ist halt, sagen wir mal, rein an der Zuschauerzahl natürlich auch schwer zu bemessen hier. Jetzt habt ihr einen deutschen Nationalspieler mit Johannes Goller. Der kommt ja gut gelaunt wieder zurück oder ist schon wieder da. Und dann guckt man in eurem Kader. Und ich wollte mit dir über den deutschen Handball reden, aber ihr habt ja gar nicht so viel Deutsche im Kader. Nämlich Johannes Goller. Dafür 7 Dänen. Liegt das eben auch daran, dass sie so unheimlich nah an Dänemark liegt und das einfach im Moment mit das Nonplusultra im Handball ist? Ja, da spielen ja viele Faktoren rein. Also du sprichst es an, unsere Nähe zu Dänemark und zu Skandinavien ist natürlich da auch ein Plus. Die fühlen sich alle sehr, sehr wohl hier. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Dänemark die letzten Jahre, sagen wir, dass die
das Land mit den meisten Titeln und mit den meisten Weltklasse-Spielern. Und da schauen wir natürlich auch drauf. Und natürlich auch mal eine zeitliche Frage, wann welcher Spieler frei ist, für welche Position. Aber uns ist auch bewusst, dass wir uns auch weiter wieder entwickeln wollen, auch wieder deutsche Spieler, mehr deutsche Spieler in Flensburg haben möchten. Wir haben ja beispielsweise für 2025 Patrick Volz verpflichtet und den Weg wollen wir gehen, aber wir wollen uns da sehr europäisch aufstellen und natürlich werden auch weiterhin Dänen, Deutsche, Schweden ein Thema für die SG Flensburg Handewitt sein. Man sagte mal, die HBL ist die stärkste Liga der Welt. Das ist ja auch ein schöner Claim. Das ist ja auch wirklich tatsächlich so mit jede Woche unfassbar gutem Handball. Das sieht man ja auch im internationalen Wettbewerb, wo die Deutschen immer ganz vorne dabei sind. Aber ist das vielleicht auch eine Krux, weil dann tatsächlich zu viele ausländische Spieler dabei sind und zu wenig Deutsche dann auch vielleicht in der Stammformation sind? Ja, andersherum. Also ich kann ja nur aus meiner Karriere sprechen, habe ich sehr viel von den ausländischen Spielern gelernt. Das muss man auch dazu sagen. Ist halt die Balance, die man irgendwie finden muss. Wer ist für die gewisse Position jetzt verfügbar? Ist es ein Deutscher? Ist es ein ausländischer Spieler? Andersherum gibt es, glaube ich, auch keine Liga, die so interessant ist, so spannend ist für den Zuschauer. Also aktuell muss man ja sagen, kann ja jeder jeden schlagen. Und das macht auch, glaube ich, als allgemeiner Handballzuschauer riesen viel Spaß, diese Liga zu verfolgen. Ja, glaube ich, haben wir genug Talente, die sich auch gerade aktuell entwickeln können und entwickeln auch zwischen den ganzen ausländischen Spielern. Und hinzu kommt ja auch, dass wir eigentlich meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute zweite Liga haben, was sicherlich als erster Schritt für junge Spieler auch sehr interessant sein kann, sich immer auf die Härte und auf weitere Aufgaben vorzubereiten. Als Spieler hast du ja unwahrscheinlich viel gewonnen. Wie hungrig auf Titel bist du denn als Geschäftsführer? Natürlich auch. Also man will immer natürlich auch was gewinnen, das ist keine Frage. Und das ist sicherlich auch eine gewisse Anerkennung für nicht nur für mich, sondern hier für meine ganzen Mitarbeiter im Büro auch einen Titel zu gewinnen, weil dafür arbeiten wir ja auch, dass die Rahmenbedingungen so passen, dass die Mannschaft in Ruhe und erfolgreich arbeiten kann. Und das ist natürlich auch klar, dass man dann auch gerne einen Titel gewinnen möchte. Fangen wir mal mit der HBL an. Da seid ihr aktuell Dritter. 4/5 Punkte hinter den ersten beiden. Magdeburg und Füchse Berlin. Habt ihr das schon aufgegeben? Ist das zu viel oder wollt ihr da nochmal dran kratzen? Ihr habt jetzt ein Wahnsinnsspiel, das berühmte Derby THW Kiel am Wochenende, die genau hinter euch lauern. Ja, also muss das realistisch sehen. Also aufgeben tun wir gar nicht, das tun wir als Sportler sowieso nicht. Aber wir haben es eigentlich nicht mehr in der Hand, das muss man auch ganz klar sagen. Wir müssen darauf hoffen, dass die anderen ausrutschen. Wir sollten auf jeden Fall unsere Aufgaben so erfüllen, dass wir, wenn die Tür nochmal aufgeht, dafür bereit sind, auch durchzugehen. Und darum geht es natürlich auch solche Spiele wie jetzt im Derby oder haben noch Magdeburg in Flensburg, solche Spiele dann auch zu gewinnen. Also wir müssen unsere Aufgaben machen, darauf konzentrieren wir uns jetzt. Und dann, wie gesagt, soll die Tür nochmal aufgehen, sollten wir bereit sein dafür. Und als erstes am Wochenende die Kieler weghauen. Ja, natürlich. Wir wollen unabhängig jetzt von Kiel, wir wollen jetzt natürlich jedes Spiel gewinnen. Dafür sind wir Sportler. Und natürlich umso schöner, wenn es ein Derby ist, ist keine Frage. Und als erstes am Wochenende die Kieler weghauen. Ja, natürlich. Wir wollen unabhängig jetzt von Kiel, wir wollen jetzt natürlich jedes Spiel gewinnen. Dafür sind wir Sportler. Und natürlich umso schöner, wenn es ein Derby ist, ist keine Frage. Viel Glück dafür. Toi, toi, toi. Wir hören uns wieder. Jo, dankeschön. Mach's gut. Ja. Da war ein Doppler. Aber umso wichtiger sieht man mal, die wollen die Kieler weghauen. Vielleicht, wenn man es zweimal sagt. Ja, und Kiel kommt nicht nach Flensburg, um Punkte abzuholen. Genau. Aber wir haben noch mehr mit Holger Glandorf geredet über die Ziele. Da gibt es ja noch einiges in diesem Jahr. Aber auch, was er so vorhat, ob er denn ewig Geschäftsführer in Flensburg bleiben möchte. Hört rein, das komplette Interview überall. Natürlich abrufbar. Nicht wahr? Da wo wir gerade mal beim Handball sind, ja, hatten wir doch die Idee, wir kümmern uns mal um Tussis. Ja, ja. Das klingt aber jetzt nicht so respektvoll, ne? Also, nein. Mhm. Den TuS Metzing Handball, die nennen sich selber Tussis. So wie die Füchse. Du würdest das ja nie Füchse selber sagen, ne? Nee, oder? Überhaupt nicht. Kann man nie von dir so über die Lippen, oder? Nein. Und jetzt darfst du es ja, weil es ja offiziell auch so ist, ne? Genau, denn die haben
die Final Four gewonnen und den Pokal geholt. Und da habe ich mir mal gedacht, rede ich mal mit den Tussis oder mit einer Tussi über die Tussis, warum Tussis und wie das denn so ist, den Pokal geholt zu haben. Hallo, wir haben hier eine richtige Tussi vom TuS Metzingen, die Julia Behnke. Hallo. Hallo. Und ich wollte mit dir mal darüber reden, warum ihr als TuS Metzingen auch als Tussis bekannt seid. Also ja, offensichtlich, aber kommt das gut an oder nicht? Bisher habe ich noch nichts Negatives gehört und verspüre auch gar nichts Negatives. Sicherlich auch dem Namen geschuldet, logischerweise, und auch unserer Farbe, die pink ist. Ich meine, tatsächlich ist das ja nicht der Grund, warum wir heute reden. Auch wenn das witzig ist, dass ihr euch Tussis nennt und Damenhandball spielt. Ihr habt den größten vereinsgeschichtlichen Erfolg abgeliefert, indem ihr die Final Four gewonnen habt, richtig? Ganz genau, ja, genau. Vergangenes Wochenende haben wir den großen Cup gelandet und haben den deutschen Pokal zu uns nach Hause geholt. Ja, wie fühlt man sich denn so als Pokalsieger bei einem Final Four Turnier, wo man eher so hingeht, ja, wir sind eine von vier, mal gucken, was passiert. Ja, genau, das war unsere Einstellung. Unser Ziel war es, ins Finale zu kommen, haben dann samstags gegen Oldenburg ein super enges Spiel gehabt und sind über 7 Meter werfen der glückliche Gewinner gewesen und im Finale gelandet. Dann auf den großen Favoriten Bietigheim getroffen, hatten, ich glaube, knapp einen Monat vor dem Pokalfinal vor das Ligaspiel gegen Bietigheim und haben da nochmal eine richtige Klatsche gekriegt, ich glaube, mit über 10 Toren Differenz verloren. Somit war das ein Spiel, bei dem wir nur gewinnen konnten. Wir wollten die Großen ärgern, lange mithalten und am Ende ja, standen wir einfach da mit einem Sieg und plus 2 Toren auf unserer Seite. War ein unbegreiflicher Moment und so unfassbar erleichternd und wunderschön zugleich. Ich meine, du hast es gerade eben schon gesagt, ihr habt ein paar Wochen vorher eine Klatsche gegen Bietigheim kassiert. Nun ist Bietigheim das Maß aller Dinge, sage ich mal im Moment, im Frauenhandball. Und ihr, in Anführungsstrichen, nur Siebter. Wie spielt euch denn so eine Final Four-Siegkiste in die Karten? Denkt ihr jetzt, können wir irgendwie noch Vierter werden oder sogar noch auf Bietigheim aufrücken? Oder ist die Saison für euch jetzt gut verlaufen und gegessen? Naja, letztendlich sind das 2 verschiedene Wettbewerbe. Den Titel haben wir, den nimmt uns keiner mehr. Der bringt uns allerdings am Ende auch nichts, wenn man dann auf die Liga-Tabelle schaut. Wir sind alles Leistungssportler, wir trainieren 8 bis 9 Mal in der Woche, sicherlich, um dann den größtmöglichen Erfolg zu haben, sowohl individuell, aber eben auch als Team. Und da ist natürlich dann auch nicht cool, am Ende der Saison irgendwo im unteren Mittelfeld zu landen. Deshalb ist da unser Ansporn, trotzdem weiter Gas zu geben und dann vielleicht einfach die Leichtigkeit und ohne Druck einfach weiter in die Spiele gehen zu können und dann da hoffentlich am Ende der Saison auch noch das bestmögliche Ergebnis ja erzielt zu haben. Aber letztendlich unter die ersten 2 oder 3, da muss man einfach auch realistisch genug sein, da ist die Differenz schon extrem hoch. Ja, aber wir haben noch einige Hausaufgaben und wollen da auch vielleicht trotzdem die ein oder andere Mannschaft noch ärgern. Nun hast du ja vorhin gesagt, es war eng, das Final Four Turnier. Das erste Spiel, 7-Meter-Schießen, das Finale, dann zwar mit 2 Toren Vorsprung und ohne 7-Meter-Schießen und so ein Kram, aber eng. 2 Tore sind ja nix im Handball. Wie war das denn für euch? Ich meine, das zehrt ja mit Sicherheit an Nerven. 7-Meter-Schießen sowieso, aber dass es dann am Ende dann doch nochmal so eng wird. Wie viel leichter wart ihr denn danach? Ja, absolut. Ich denke vor allem die Situation eines 7-Meter-Werfens, das kann man nicht trainieren, diese Situation. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und hatte die Situation genau 2 Mal in meiner Karriere. Also das ist wirklich ganz besonders und so viel Druck kann man sich gar nicht aufbauen, egal in welchem Spiel oder irgendeinen Trainingseinheiten. Und ich weiß auch nicht, was da schlimmer ist, den 7 Meter werfen zu müssen, da zu stehen und zu hoffen, dass er reingeht oder eben Torfrau zu sein, um den wichtigen Ball halten zu müssen. Ich glaube, das ist mental einfach ganz, ganz hart. Und wenn man dann am Ende der Gewinner ist, natürlich richtig erleichternd und cool. Und dann auch gegen Bietigheim das Spiel in der Halbzeit 1 noch mit 2 Toren zurückgelegen. Aber 2 Tore, wie du schon gesagt hast, das ist im Handball gar nichts. Das geht ganz schnell. Ja, und dann ab der 40. Minute waren wir plötzlich immer mit 2, 3 Toren vorne, immer mal hochgeguckt und irgendwie dann gedacht, okay, heute geht richtig was.
Dann haben wir auch wirklich nicht so die Nerven verloren, sondern einfach unseren Stiefel weiter runtergespielt. Abwehr gut mit einer super starken Torfrau. Ja, und dann einfach nach vorne gelaufen. Jana Scheib, die im Finale, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nochmal 8 von ihren 9 Toren geworfen hat. Und da hat einfach Bietigheim keinen Zugriff auf uns bekommen. Und nach dem Spiel muss ich wirklich sagen, wir sind direkt die Tränen gekommen, weil es so ein emotional toller Moment war. Also tatsächlich wirklich dieses "Oh Kacke, wir führen" Effekt und dann nichts mehr anbrennen lassen, bitte nicht weiterspielen. Können wir jetzt abpfeifen? Was bringt euch eigentlich der Sieg der Final Four, den Pokal? Seid ihr damit für irgendwas qualifiziert, wie Champions League, Europapokal oder sowas? Genau, damit sind wir jetzt für Europapokal qualifiziert. Und das war unser Ziel, dass wir das schaffen, jetzt sogar als Pokalsieger, als Zweiter im Pokal Final Four hätte eventuell reichen können, wenn Bietigheim beispielsweise beides geholt hätte. Aber somit umso leichter, Ziel jetzt schon erreicht und dann nächstes Jahr wieder international als Tussis in Pink vertreten. Also fahren die Tussis durch Europa quasi. Genau. Eine Tussi-Tour sozusagen. Ist das dann, fängt das jetzt schon mit der Vorbereitung für Europa dann an für euch oder wartet ihr noch ab? Nee, absolut gar nicht. Also jetzt dann wirklich neuer Wettbewerb für auch erst die kommende Saison. Jetzt ist das Ziel, noch eine gute Saison fertig zu spielen und dann auch mit einer guten Sommerpause frischer Energie wieder in die neue Saison zu starten. Aber es ist natürlich ein cooles Gefühl zu wissen, nächstes Jahr spielt man international, aber das ist jetzt nach wie vor kein Thema, dann wie es weitergeht für die Saison. Hast du denn da einen Lieblingszielort, sag ich mal, einen Lieblingsgegner, an dem den du als erstes denkst, wo du gerne gegen spielen würdest, oder ist es dir egal? Hauptsache Italien, so ungefähr. Bin ich ehrlich, ist mir relativ egal. Ja, ich denke, da ist jeder Trip einfach ein cooles Erlebnis. Deutschen Gegner wünscht man sich nicht in der ersten Quali-Runde, das so viel kann ich verraten. Ist leider schon oft vorgekommen, das wäre jetzt nicht mein Traum, aber ansonsten bin ich offen für alles. Also lieber in den Zug setzen oder ins Flugzeug als mit dem Bus fahren? Absolut. Wie sieht denn die Zukunft mit den Tussis aus? Ich meine, ihr spielt nächstes Jahr Europa, ihr versucht diese Saison zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen, also erster, zweiter, dritter wird schwierig, rechnerisch zumindest. Wie sieht denn da die Zukunft so aus? Ja, ich denke ähnlich. Es war auf jeden Fall ein großes Ziel und großer Traum, wieder zurück auf die europäische Spielfläche zu kommen. Waren ein paar Jahre davor immer dick dabei und dann eben die letzten 3 Jahre, glaube ich, haben wir es da leider nicht geschafft, uns zu qualifizieren. Somit ist das auf jeden Fall ein großes Ziel und ein großer Traum, der da wieder in Erfüllung geht. Und dann werden die Ziele ähnlich sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir als Ziel ausgeben werden, Champions League Startplatz zu erringen. Wenn es uns gelingt, natürlich traumhaft schön. Aber ja, da muss man auch einfach die anderen Mannschaften anschauen. Die Liga ist super eng geworden. Kann man nicht mehr sagen, die Mannschaft, die macht es auf jeden Fall. Und ja, wird, denke ich, eine spannende Saison, auch nächstes Jahr, vor allem dann mit einem neuen Modus, da kommen die Playoffs zurück. Da kann natürlich am Ende immer noch mal eine Überraschung passieren. Ja, dann wünsche ich euch und vor allen Dingen dir viel Glück in Europa, viel Glück in der nächsten neuen alten Modus-Saison sozusagen und dass die Tussis weiter den Leuten zeigen, dass Tussis auch Handball spielen können, sage ich mal. Danke dir. Richtig, lieben Dank. Dankeschön. Ja, Julia. Genau, denn Julia ist ja auch Nationalspielerin, wer weiß. Nein, das ist ja ein Zufall. Krass. Ja, da hast du sie bestimmt auch zugefragt. Und wir liefern das dann ein, wenn es so ist. Vielleicht, schauen wir mal. Wenn ich schon mit Tussis rede, wer weiß. Die Tussis spielen in Pink. Ja. Und ich glaube, wenn ich eben mal gesagt habe, mit dem Satz, der am meisten gesprochen wird, ist, glaube ich, die Farbe, die am meisten besprochen wurde in den letzten Tagen, tatsächlich die Farbe Pink. Nicht wahr? Weil Pink is the new black quasi. Pink is the new black, weil wir kommen vom Handball zum Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft ein neues Auswärtstrikot hat. Und jetzt wundert ihr euch draußen, für uns beiden, für Patrick Hoch und für Olli Dütschke, ist es Top der Woche. Ja, ich habe mir auch schon eins bestellt.
Ja, schau mal. Denn eigentlich ist es doch irgendwie ganz cool. Ne? Man muss sich draußen nicht immer echauffieren, weil wieder was ist. Ja klar, das ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen Mentalität. Aber was in die Karten spielt, und dann geht es nur um Zahlen, auch wenn die noch nicht genau veröffentlicht wurden, es ist das meistverkaufteste Trikot nach Erscheinen ever. Ja, ein Bomben- da freut sich der Hersteller Adidas, da freut sich der DFB. Wieso sagst du, ein Bombeneinstand? Weil das und jetzt stell dir vor, wie eine Bombe eingeschlagen hat. Ja, genau. Stell dir vor, du bist pink, wenn du Europameister wirst. Ja, großartig. Dann sind wir alle pink. Ja. Ein bisschen lila ist übrigens auch noch drin für, ne? Aber. Ja, aber stell dir einfach nur mal vor, die anderen Titel, die wir geholt haben, als Deutscher Fußballbund. Die Trikots da waren ja so wie 90 richtig hässliche Dinger bei. Deswegen haben wir wenigstens ein pink-lila Trikot, was irgendwie stylisch wird. Dazu noch die Anmerkung, dass Manuel Neuer gefühlt seit 3 Jahren als rosa-roter Panther verkleidet in einem Tor steht, wenn er denn nicht verletzt war. Und diverse andere Torhüter noch mal Trikots hatten in pink. Ja, da erinnere ich mich an meiner grauen Vorzeit. Die Hamburger hatten da noch Hitachi-Werbung, glaube ich, gehabt. Schön, HSV in rosa. Ja, und Schalke. Aber alles cool, ey. Warum müssen wir immer darüber streiten? Und heißt es eigentlich, über Geschmack lässt sich streiten oder über Geschmack lässt sich nicht streiten? Klar lässt sich darüber streiten. Aber mir ist es egal. Aber man macht es einfach nicht. Genau. Ja, genau. Wir lassen das. Also, Top der Woche. Übrigens, am meisten verkauft wurde das Trikot von Toni Kroos. Auch da hat man viel diskutiert, warum kommt der Mann wieder. Aber komischerweise geht sein Trikot am besten. Hm? Ja, vielleicht wird er MVP bei der EM und dann hat man ein Trikot vom MVP in rosa wieder. Richtig. Also Top der Woche, das Trikot der Fußballnationalmannschaft. Das werden wir tatsächlich auch im übernächsten Spiel live sehen können. Gegen die Niederlande. Aber vorher geht es erstmal gegen Frankreich. Da wäre pink-lila vielleicht gegen die blauen Franzosen irgendwie verwirrend, sag ich mal. Absolut. So, und jetzt, ich weiß, 3 Tage lang schließt du dich im Keller ein, wühlst dein Archiv durch, um eine geschichtliche Anekdote von dir zu geben, was so im Sport passierte. Diesmal ja, komme ich dir auf, mal zuvor. Genau, ich auf und höre, ne, brauchst du nicht. Ich habe eine super Nummer. Genau. Und es passt so gut. Wir haben eine Europameisterschaft und wir blicken mal zurück auf eine Weltmeisterschaft. 1966, erinnern wir uns. Ne? Alle reden da von diesem Tor oder nicht Tor Wembley. Ne? Aber am 20. März, also tatsächlich in dieser Woche, ja, 1966, kam es zu folgendem, wie möchte ich sagen, Skandal. Du hast es aber nicht auf der Kette gehabt. Nein, nicht wirklich. Nein. Ich hatte in London tatsächlich eher Kunst von Banksy auf dem Plan im Moment. Okay. Also, im Prinzip heute oder diese Woche vor 58 Jahren aus der Londoner Westminster Central Hall wirkte der Coupe Jules Rimet, so war das war damals die Siegestrophäe für die Fußballweltmeister, entwendet. Eine Woche später wurde der Pokal wiedergefunden. Und zwar in einem Vorgarten vom Hund Pickles. Unfassbar. Pickles war ein schwarz-weißer Mischlingshund. Also irgendeiner hat in der Central Hall diesen Pokal in Zeitungspapier eingewickelt, mitgenommen. Und irgendwo im Süden Londons in einem Gebüsch versteckt. Warum auch immer, der Täter konnte nie ermittelt werden. Herrchen David Corbett hat 6.000 Pfund Finderlohn bekommen. Obwohl er das ja gar nicht gefunden hat, sondern der Hund. Aber was soll ein Hund mit 6.000 Pfund? Aber Pickles war anlässlich der Eröffnung der WM sogar beim Festbankett dabei. Und das sind die Engländer, das ist auch schon wieder das Kurier. Er durfte die Teller der anwesenden Gäste ablecken. Ich weiß es nicht, ob jetzt bei denen am Tisch oder hinten in der Küche oder wo auch immer oder draußen, das weiß ich nicht. Da haben wir kein Bildmaterial gefunden. Aber für Pickles ein wunderbarer Tag, ja. Das geht aber noch weiter. Die waren nämlich auch noch danach in verschiedenen TV-Shows in England und in Serien zu sehen. Allerdings ist Pickles dann ein Jahr später, 1967, bei der Jagd nach einer Katze grauenvoll gestorben. Er hat sich mit seinem Halsband an einem umgestürzten Baum
stranguliert. Wurde dann im Garten seines Herrchens begraben. Und wer das übrigens sehen will, vielleicht gibt's das noch auf YouTube, im Jahr 2006 wurde Pickles Geschichte unter dem Titel Pickles, The Dog Who Won the World Cup vom englischen TV-Sender ITV verfilmt. So, jetzt kommst du. Das, meine Rubrik History. Grüße an, wo immer du auch bist, im Hundehimmel. Pickles. Sowas kannst du dir nicht ausdenken. Viel englischer geht's nicht. Ja? Man rollt ja in England auch Fish and Chips in Zeitungspapier ein. Also warum machen wir das nicht mit dem Weltmeisterpokal? Und verstecken den im Gebüsch. Ja, und schmeißen ihn irgendwo ins Gebüsch, nachdem wir aus dem Pub gekommen sind wahrscheinlich und überhaupt nicht wissen, dass wir mit dem Weltmeisterpokal durch die Gegend laufen. Was ich ja da komisch finde, dass das eine Woche gedauert hat, bis Pickles den gefunden hat. Warum haben die den da liegen lassen? Oder waren die, wie du sagst, so voll, dass sie vergessen haben, wo sie es dann hingestellt haben? Und haben irgendwo im Gebüsch, und London ist nicht klein, gibt's dass auch sie den einfach Gebüsche? Wiedergefunden haben? Großartige Geschichte. Tatsächlich, sowas wird dann auch noch verfilmt. Das ist, englischer geht's kaum. Außer ein Tor, was kein Tor ist, aber das ist was anderes. Naja, das ist, deswegen großartig. Das war so in diesen Tagen vor 58 Jahren. Nächstes Mal darfst du wieder dann irgendwie was sachlich-fachliches raussuchen, ne? Ja, sehr gut. Ich habe mich amüsiert. Wenn wir schon beim Film sind und beim Fußball, und man weiß das ja vor großen Turnieren, auch das kennen wir auch von der WM noch 2006, gibt es immer ein Kulturprogramm. So auch dieses Jahr vor der Euro 2024. Und da gibt es ein sehr interessantes Fußball-Kurzfilm-Festival. Da gibt es dann 8 Kurzfilme aus den verschiedensten Ländern Europas, und im Anschluss wird dann über die Filme, über Fußball in Gesprächsrunden geredet. Meistens ist auch, oder wird auch in Zukunft, der Schirmherr Ewald Lien, den ihr sicherlich alle kennt, dabei sein. Echt spannend, aber auch da, was sollen wir alles erzählen, wenn wir einen Fachmann haben, nämlich den Mitbegründer von On Screen, so heißt das Ganze, Frank Albers. Frank, schön, dass du dir Zeit nimmst. Bevor wir mal auf dieses Filmfestival kommen, musst du mir erstmal sagen, was ist eigentlich On Screen? On Screen ist ein Sonderprogramm, das jetzt im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft, der UEFA Euro 2024, wie es ja offiziell heißt und wir verpflichtet sind zu sagen, das passiert bei allen Sportgroßveranstaltungen, ne? Dass es ein kulturelles Rahmenprogramm gibt, in diesem Fall gefördert vom Bundesministerium für Kultur und Medien, also Claudia Roth. Und da präsentiert Deutschland irgendwie den Bezug zwischen Kunst, Kultur und Sport. Und wir sind eines davon. Eines von 2 Filmprogrammen. Eines läuft bei der Berlinale und das andere ist On Screen. Und wir sind auf Tour mit Fußball-Kurzfilmen aus ganz Europa, quer durch Deutschland, an 24 Standorten. Und wollen ein bisschen Lust machen auf Kino, auf Film und auf Fußball. Du hast gesagt, Filme, insgesamt sind es 8 Kurzfilme. Was erwarten wir da inhaltlich? Das ist eine ganz bunte Mischung von Animationsfilmen, von Dokumentarfilmen und Komödien. Es ist ein französischer Liebesfilm dabei, aber auch ein Dokumentarfilm über einen polnischen Schiedsrichter in der tiefen polnischen Provinz, der sich da mit allen möglichen Schikanen auseinandersetzen muss. Es ist ein Animationsfilm, in dem es um Hooligans, Gewalt im Fußball und Homosexualität geht. Es geht um ein kleines Mädchen in einem Grenzgebiet irgendwo in Europa, das sich mit Fußball den Weg an einem Soldaten vorbei erschleicht. Also wir haben eine sehr bunte Mischung, ein breites Feld. Und es repräsentiert auf eine gewisse Art und Weise auch Europa. Sehr spannend. Wie sieht denn dann so ein Abend bei euch aus? Kommen dann die 8 Filme hintereinander? Nein, ihr habt auch noch eine Gesprächsrunde, das darf ich auch schon mal vorwegnehmen. Also wenn ich dann in ein Kino komme, was veranstaltet ihr da so an so einem Abend? Wenn du in eines unserer 24 Kino kommst, dann erwartet dich erst einmal natürlich ganz klassisch eine Filmvorführung. Kurze Begrüßung, wir stellen unseren Ehrengast vor. An einigen Standorten ist unser Schirmherr Ewald Lien mit dabei. Nicht an allen 24, aber dann doch an einigen. Und dann sind es immer lokale Gäste, die da sind. Fußballspieler mit einer europäischen Geschichte, entweder weil sie längere Zeit in Europa gespielt haben oder selbst aus Europa kommen und jetzt in Deutschland spielen oder in Deutschland leben, die ein bisschen was über Europa erzählen werden. Dann haben wir eine lokale Jury, die sich zusammensetzt aus lokalen Filmemachern, aus Fußballvertretern, aus Vertretern der Stadt. Die werden wir am Anfang kurz vorstellen, dann schauen wir uns die 8 Filme zusammen an in einem Rutsch, das sind knapp 85 Minuten. Und danach gibt es eine Jury-Sitzung. Unsere Ehrengäste wählen dann den
besten Film aus der Stadt, in der wir dann jeweils sind. Und das alles zusammengenommen gibt dann irgendwann nach 24 Standorten einen Gesamtsieger. Und der wird dann auf der Fanmeile vom Brandenburger Tor, vorm Endspiel der Euro 24 in Berlin präsentiert. Und da wird es dann ein großes Abschiedsspektakel auf der Fanmeile geben. Und mit dem Siegerfilm aus den 24 Standorten. Das passiert dann jetzt zurückgenommen an den Standorten. Es wird viel Diskussionen geben, Gespräche mit den Fußball- und Filmgästen, die wir da haben. Also ein sehr buntes Programm. Es gab ja schon Veranstaltungen. Wie war die Resonanz? Die Resonanz war gut. Wir waren jetzt in Potsdam, wir waren in Halle, in Braunschweig, Kiel, Bielefeld. Das waren jetzt die ersten Stationen und es wird gut angenommen. Und was einfach sehr spannend ist, diese Mischung aus Film und Fußball mit einem Publikum zu diskutieren, das eigentlich, sagen wir mal, eher fußballaffin ist, die zum ersten Mal sich auch inhaltlich und kritisch mit einem Film auseinandersetzen, den sie vielleicht sonst so nicht sehen würden und sich nicht anschauen würden. Und das ist gerade sehr, sehr spannend. Wie seid ihr auf Ewald Lien gekommen als Schirmherr? Ich mit Birger Schmidt, meinem Kollegen und Freund, mit dem ich das Programm und Christoph Jungmann zusammen betreibe. Wir betreiben auch das 11mm Filmfestival in Berlin. Das ist ein Fußballfilmfestival, das gibt es seit vielen, vielen Jahren. Ich bin jetzt seit kürzlich eingestiegen. Und Ewald Lien war vor einigen Jahren Gast auf dem 11mm Festival. Und er fand das so großartig und toll. Und die Diskussion mit ihm war spannend, weil Ewald Lien natürlich auch jemand ist, der über diesen Fußballtellerrand stark hinausschaut. Ein sehr politisch denkender Mensch, ein sehr kulturell interessierter Mensch und der auch nicht scheut, mal unbequeme Wahrheiten rauszuhauen oder provozierend auf einem Podium sitzen. Dafür ist er eigentlich der ideale Mann für uns. Und wir hatten den Kontakt über das Festival, über das 11mm-Festival, haben ihn gefragt und er war sofort dabei. Und es bewährt sich, weil er einfach ein toller Diskussionspartner ist, der einfach auch mutig ist, Dinge zu sagen, außerhalb, so sagen wir mal, der von Presseabteilung der Fußball-Bundesligisten vorgeformten Antworten. Du hast gesagt, es gibt dann so einen Siegerfilm. Wie ist denn dann der Preis dotiert? Er ist gar nicht notiert. Er bekommt einen schicken kleinen Pokal und die große Ehre, eben auf der Fanmeile gezeigt zu werden. Letztendlich, wo dann hoffentlich viele 10.000 Menschen in ganz Europa stehen und sich den Film anschauen werden. Könntest du dir vorstellen, das sowas auch mal regelmäßig zu veranstalten, vielleicht jährlich, oder ist es dann in Verbindung mit dem 11mm Fußballfilmfestival? Ehrlich gesagt, wir sind jetzt ein bisschen motiviert, durch die Anfangsphase auch das durchaus zu machen. Wir wollten das erstmal abwarten, wie wird es überhaupt angenommen. Ne? Funktioniert es so in dieser Form? Wir werden das sicherlich jetzt auch noch bis zum Sommer, also die letzte Veranstaltung ist ja dann im Juni, noch mal ein bisschen uns anschauen. Aber wir haben schon Lust, das weiter zu betreiben. Und mal gucken, ob wir da Förderer für kriegen. Klar, sowas muss halt immer gefördert werden. Das kann sich nicht aus sich selbst heraustragen und finanzieren. Und da werden wir sicherlich irgendwie weitermachen mit dem 11mm Filmfestival als Basis, als Homebase und von da aus dann von Berlin aus sozusagen deutschlandweit aktiv zu werden. Noch haben wir nicht keine Finanzierung dafür, aber die Idee ist auf jeden Fall da. Wie seid ihr an diese 8 Filme gekommen? Die 8 Filme haben wir, das waren mehrere Kuratierungssitzungen. Wir drei haben uns alles angeschaut, was so an Höhepunkten, an Kurzfilmen in den letzten Jahren bei 11mm gelaufen ist, unserem Fußballfilmfestival. Und haben einfach auch versucht, eine Mischung hinzubekommen. Was ist attraktiv für ein Publikum, das vielleicht nicht regelmäßig ins Kino geht, sondern eher in der Kurve zu Hause ist. Deswegen diese Mischung aus Animation, Dokumentarfilm und Komödien. Und es soll so ein bisschen auch darstellen, was so die Höhepunkte europäischer Fußballkurzfilme der letzten 12 Jahre sind es faktisch. Und so ist diese Mischung zustande gekommen. Aber es waren lange, lange Sitzungen, Auswahlsitzungen, lange Diskussionen mit den Kollegen. Und ich habe viele Filme gesehen, die ich schon fast wieder vergessen hatte. Du hast gesagt, wo ihr schon wart. Hast du schon die nächsten Termine so parat, dass wir da unsere Hörerschaft dahin schicken können? Ja, na klar. Also es gibt, wir sind ja noch ganz am Anfang. Die nächste Station ist jetzt Wiesbaden am 27. März. Und dann muss ich jetzt mal auf meinen Spickzettel gucken, weil ich es auch nicht auswendig kann. Aber ihr könnt das auch alle nachverfolgen auf unserer Website www.on-screen.org. On-screen.org. Die nächsten Stationen sind dann Neustrelitz in Mecklenburg. Dann kommen 2 Stationen in Baden-Württemberg, Weingarten und Stuttgart, Anfang April, am 9. und 4. Dann kommt Bremen, einer meiner Lieblingsorte, Enkenbach-Alsenborn in der Westpfalz, ein kleiner Ort mit 7.000 Einwohnern. Ich sage nur Fritz Walter. Ganz genau das. Haha, da ist der Fachmann. Perfekt. Wohnort von Fritz Walter. Genau. Vor den Toren Kaiserslautern. Großartiges Kino, großartiger Ort, großartiger SV Alsenborn, der auch Ende der 60er Jahre mal ans Tor der Bundesliga geklopft hat und nur ganz knapp an Hertha, glaube ich, gescheitert ist damals. Also ein toller Ort. Dann sind wir in Saarbrücken, wir sind auf Fehmarn, wir sind in Chemnitz, in Cottbus, in Mönchengladbach, in Hamburg, Oberhausen, Jena, Nürnberg, Emden,
Bamberg und dann eben zum großen Finale auf der Fanmeile in Berlin. Wer wird eigentlich Europameister? Endlich nach dem 85. gefühlten Anlauf Belgien. Nein. Ja, sowas. Ne? Also ich glaube, so irgendwas Kleines jetzt mal. Belgien fände ich schön, aber die werden es wieder nicht werden. Und ich hoffe nicht Frankreich, das wird langweilig. Zum Schluss darfst du nochmal einen Appell nach draußen schicken, warum die Menschen in die Kinosäle gehen sollen, um euer Festival zu sehen. Und natürlich darfst du auch nochmal sagen, wo man die Karten kriegen kann, mit nochmal der Hinweis auf die schöne Internetseite. Ja, ins Kino solltet ihr unbedingt gehen, weil ihr 8 großartige europäische Kurzfilme über Fußball seht, wo Fußball manchmal im Zentrum steht, manchmal auch nur im Hintergrund, aber es ist einfach 80 Minuten tolle Fußballunterhaltung. Und zudem lernt ihr in euren Städten lokale Fußballfans kennen, die ihr immer schon mal kennenlernen wolltet. Und hinterher könnt ihr mit denen noch ein Bier trinken gehen im Foyer. Also das solltet ihr nicht versäumen. Und die Karten gibt's auf www.on-screen.org am Ende. Frank, danke für die Zeit. Ich wünsche euch viel Erfolg für euer Festival. Das klingt richtig gut. Und ich werde mir da mal einen Ort aussuchen und vorbeikommen. Das klingt nach einem wunderbaren Abend. Das kann ich nur bestätigen und wir freuen uns, euch und dich zu begrüßen. Bis dahin. Danke. Dankeschön. Für die Zeit. Ja. Kann man mal machen, ne? Ja. Also, ein paar 80 Minuten lang Film gucken. Und mit Ewald Lien quatschen? Mit Ewald Lien quatschen und dann Bierchen trinken und sich dann sagen, es gab doch mal einen Film über ein schlechtes Fußballteam, den letzten der Weltrangliste. Ja, sofort. Ich weiß, wo du darauf hinaus willst. Ich will nur eben anmerken, wenn man jemanden interviewt, mit Filmen beschäftigt, habe ich ihn natürlich auch gefragt, was er von den ganzen Doku, von den ganzen Vereinen mittlerweile hält, ob er das wunderbare Ding aus Katar gesehen hat vom DFB. Und wenn er jetzt einen Film drehen würde, welche Protagonisten er so gerne in den Mittelpunkt stellen würde. Alles zu hören im kompletten Interview. Also, wenn ihr joggt, putzt, bügelt, schlaft, Autofahrt, hört doch mal rein, überall zu hören. Frank Albers von Onscreen. So, jetzt kommst du. Apropos kleine Nationen, apropos Filme. Es gab ja mal einen Film über den letzten der FIFA-Weltrangliste und damit ein schlechtes Fußballteam. Und wie die tatsächlich nicht mehr Letzter waren danach, ein Spiel gewonnen haben, noch nicht mal, sondern ein Spiel gewonnen haben, sondern auch vieles anderes gemacht haben. Der läuft sogar noch im Kino, oder lief gerade im Kino, Next Goal Wins. Und unser Flop der Woche ist quasi der Nachfolger von Amerikanisch Samoa, nämlich eine Autobahnausfahrt in Italien. San Marino. San Marino. Ja. Ja. Die haben tatsächlich in 201 Spielen nur einen einzigen Sieg errungen. Vor 20 Jahren. Ja. Und zwar gegen eine ähnlich große Ausfahrt gegen Liechtenstein. 1-0. Also es drohen 20 Jahre ohne Sieg, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, das zu umzudrehen. Ändern. Nee. Ändern, ja, genau. Ja, und zwar gegen St. Kitts and Nevis, gegen die man mal dann gewinnen sollte. Ich weiß es gar nicht, warum spielt jetzt San Marino gegen St. Kitts Nevis? Ist das auch irgendwie so ein FIFA-Pokal? Ja, es gibt einen FIFA-Pokal. Immer wenn Europameisterschaften sind, spielen die Letzten der Weltrangliste in Anführungsstrichen das schlechteste Team. Ah, geil. Und damit qualifiziert dann sich sogar, glaube ich, für irgendwie die irgendeine WM-Qualifikation. Ich habe aber recherchiert, St. Kitts and Nevis liegt vor San Marino in der Weltrangliste auf Rang 147, war sogar im Sommer beim Gold Cup dabei, hat allerdings dreimal gespielt und dreimal verloren und kein Tor geschossen und 14 einkassiert. Aber das ist immer noch weniger als San Marino gegen Deutschland. Ja, genau, da kommen wir gleich noch zu. Aber sie haben schon mal gegen Mannschaften aus Europa gespielt, nämlich gegen Andorra. Und da haben sie einmal gewonnen mit 1-0 2015 und einmal verloren mit 0-1 2022. Schlecht ist so oben, wenn man gegen andere Autobahnausfahrten auch gut spielt. Genau.
Aber Andorra ist ja nicht San Marino. Und San Marino, da hast du recht, ihre größte Niederlage in einem offiziellen Spiel war tatsächlich das 0-13 im September 2006 gegen Deutschland. Ob wir heute auch so, würden wir heute auch San Marino 13-0 schlagen nach den letzten zwei Jahren, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, aber ich feiere für dieses Spiel immer noch Jens Lehmann, der sich tatsächlich geweigert hat, beim Stand von 11-0 einen Elfmeter zu schießen. Als Torwart, womit man San Marino wahrscheinlich noch mehr gedemütigt hat. Ja, genau. Flop der Woche. San Marino. Ja. Wird das irgendwo live übertragen? Würde ich mir gerne angucken. San Marino gegen San Kitts und Nevis. Wieso fahr doch einfach nach über Ostern nach Rom? Meine Autobahn ausfährt kurz vor Rom. Ja, vielleicht Buslinie 12, Rom-San Marino, kann ja. Ich vielleicht überall einsteigen. Ob es da noch Karten gibt? Schauen wir mal, wir werden das mal verfolgen und euch auf dem Laufenden halten, ne? Ob das geklappt hat mit dem zweiten Sieg in der Geschichte des Fußballs von San Marino. Ob die ein ähnlich großartiges Stadion haben wie Andorra? Ich meine, Andorra hat ja wegen der Andorra-Kickers ein richtig amtliches Stadion in den Spielen. Und ihre Länderspiele. Ja, das ist auch mal ein Thema, genau, weil der Kollege Piquet ist ja, glaube ich, eingestiegen und will diesen Club ein bisschen nach vorne bringen. Ne? Spielen, glaube ich, ich weiß es nicht, ich meine in der dritten Liga momentan. Kann das sein oder sind die sogar in der zweiten? Ja, die sind in der dritten Liga, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, das machen wir mal. Genauso wie ich heute in einer großen deutschen Fußballzeitung gelesen habe, da müssen wir auch mal einen Gesprächspartner holen. Der FC Südtirol, finde ich auch überragend, spielen in der Serie B in Italien. FC Südtirol ist ja eigentlich weder deutsch noch italienisch. Ich fühle sich auch so ein bisschen autark. Fragt und mischen mal da so ein bisschen die Liga auf. Ja. Herrschaften Südtirol, was sie sind. Italienisch ist tatsächlich nicht das, was sie sagen werden. Aber vielleicht recherchieren wir da mal, vielleicht kriegen wir da mal einen Gesprächsgast zum FC Südtirol. So. Wir machen heute tatsächlich ein bisschen Fußball. Wir haben ja noch unsere kleine Serie, die wir ja schon hier platziert haben. Wir haben angefangen mit Alemannia Aachen. Wir haben weitergemacht mit dem Greifswalder FC. Es geht um die Tabellenführer der Regionalligen, die auf dem Weg in die dritte Liga sind. Und da haben wir jetzt, sind wir nach Bayern gegangen, ins Frankenland, zu den Würzburger Kickers. Und was haben Würzburg und Bayer Leverkusen gemeinsam? Das weiß ich nicht. Aber beide haben noch kein Spiel verloren in dieser Saison. Die Würzburger mischen da oben die Regionalliga auf. Und da wollen wir nochmal hören, warum sind die denn so gut? Und da gibt es einen, der war früher auch Fußballprofi und der ist jetzt Sportdirektor, Sebastian Neumann. Sebastian, erstmal eine ganz einfache journalistische Frage, die dann immer an jeden stellt, wenn man Tabellenführer einer Liga ist. Was ist das Geheimnis des Erfolges? Der Zusammenhalt der Mannschaft und des Vereins. Also ich muss ehrlich sagen, dass wir eine sehr homogene Mannschaft haben. Eine Mannschaft, die den maximalen Erfolg haben möchte, der Konkurrenzkampf groß ist und somit jeder sich täglich pusht und beweisen muss auf seiner Position. Und somit erhöhst du immer wieder dieses Level innerhalb der Mannschaft. Und es weiß jeder Spieler, dass er nicht nachlassen darf. Und darüber hinaus haben wir einfach, verstehen sich die Spieler echt auch privat sehr gut. Und das hat das Trainerteam gut hingekriegt, dass man aus einer vor anderthalb Jahren neu formierte Mannschaft nach dem Abstieg in die Regionalliga, dass man da wirklich ein Team formt. Und das ist so ein Stück weit auch das Geheimnis, ja. Du bist im November 21 in diese Position gekommen als Sportdirektor in Würzburg. Was war dann so deine Dinge, die du unbedingt ändern wolltest? Weil in Würzburg war ja vorher in den Jahren ja alles mal so ein bisschen unruhig, um das mal milde zu sagen. Was war so deine Herausforderung, wo du gesagt hast, da will ich unbedingt hin? Ist das jetzt das, was jetzt gerade ist? War das das, was du dir vorgestellt hast? Genau. Man muss halt auch schon sagen, dass in den Jahren davor viel Chaos in dem Verein herrschte, viele Trainerwechsel, eine gewisse große Unzufriedenheit. Und
ich habe versucht, eine gewisse Kontinuität und Stabilität hier in diesen Verein zu bringen, mit einer klaren Führung. Und das ist uns, weil ich nicht alleine dafür verantwortlich bin, auch gelungen. Wenn man jetzt sieht, ich glaube, in dem Jahr, wo ich gekommen bin, hatten wir 3 Trainerwechsel. Jetzt hatten wir, und weiß nicht, ob da nehme ich, glaube ich, jetzt nicht so viel vorweg, dass wir bis zum Sommer wahrscheinlich einen Trainer die letzten 2 Jahre hatten und haben. Das ist schon mal ein guter und richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das war so ein bisschen das, was ich mir vorgenommen habe, eine gewisse Kontinuität und Stabilität hier reinzubringen. In allen Bereichen, sei es jetzt sportlich, sei es aber auch finanziell. Und da sind wir auf einem guten Weg. Ich habe schon mit einem Kollegen gesprochen aus Greifswald, die ja auch oben stehen in der Regionalliga Nordost. Das ist ja im Prinzip so ein kleines gallisches Dorf. Ja. Ist das dritte Liga was Neues? Gehört Würzburg nicht eigentlich sogar in die zweite Liga? Denn das kennst du ja, in der zweiten Liga gab es da schon Würzburger Fußball. Ja, 2-mal sogar schon. Ne? Wir waren damals, als ich noch Spieler war, in der zweiten Liga. Wir waren jetzt 2020, glaube ich, in der zweiten Liga. Ob wir da hingehören, weiß ich jetzt nicht. Zumindest gehören wir in die dritte Liga. Das ist aktuell, glaube ich, unser Stand der Ligazugehörigkeit. Und da wollen wir auch wieder hin, weil wir sagen, wir wollen uns professionell nach und nach entwickeln und aufstellen. Und das geht natürlich leichter auch in einer Profiliga. Und das ist nun mal die dritte Liga. Und da ist erstmal ja unser Ziel im Sommer. Und dann wollen wir uns, wie gesagt, intern nicht nur in der Liga etablieren, sondern auch wirtschaftlich wieder, ich sag mal, auf gesunde Füße, Beine stellen, mit natürlich gepaart dem sportlichen Erfolg. Und was dann mittelfristig kommt, das wird man sehen. Aber erstmal ist kurzfristig das Ziel die dritte Liga. Hörst du denn so eine Fußballbegeisterung in Würzburg? Absolut. Absolut spürt man die. Ich meine, wenn man, gut, man kann es jetzt nicht mit West vergleichen, aber mit der Regionalliga Bayern haben wir im Schnitt 2-4 als Zuschauer. Das ist schon gut, auch für Würzburg. Das freut einen schon. Die Begeisterung ist da. Sie muss aber noch entfacht werden in allen Bereichen. Da muss noch ein bisschen mehr eine gewisse Emotionalität rein in dem Verein, was dann überschwappt auf die Zuschauer, auf die Sponsoren. Wir müssen schauen, dass wir die Region komplett mitnehmen in allen Bereichen. Und da geht es auch darum, ich meine, in den letzten Jahren war es oft so, dass, ja gut, wir sind 2-mal in Folge abgestiegen, wir hatten keinen guten Stand in der Öffentlichkeit bei den Sponsoren. Und das haben wir jetzt geschafft. Diesen Turnaround haben wir jetzt wieder geschafft, dass wir wieder positiver wahrgenommen werden. Und das müssen wir zusammen mit den Fans, mit den Sponsoren, alle, die, ich sag mal, das Kickers Herz mit sich tragen. Das müssen wir in Zukunft diesen Weg weitergehen. Und da bin ich aber positiv gestimmt. Wofür steht der Würzburger Fußball? Aktuell für einen erfolgreichen Weg, aktuell für einen offensiv begeisternden Fußball mit viel Tempo, mit viel Pressing-Momenten, darüber hinaus aber auch ganz klarer Ballbesitz. Wir wollen die Spiele dominieren und das zeigen wir, ich glaube, sehr gut in der Regionalliga, wenn man jetzt mal letztes Jahr die Torausbeute sieht mit über 100 Toren. Dieses Jahr haben wir den Fokus mehr auf die defensive Stabilität ein Stück weit gelegt, ohne arg den Offensivfußball oder diesen Ballbesitzfußball zu vernachlässigen. Und auch dieser Weg hat uns oder passt. Und darüber hinaus wollen wir aber den Zuschauern auch vieles bieten, wenn sie hier ins Stadion gehen, Erlebnis bieten. Und da gehört nun mal Tore dazu. Ihr seid ja das Bayer Leverkusen der Regionalliga Bayern, ne? Noch kein Spiel verloren. Darauf sind wir auch sehr, sehr stolz und sehr glücklich. Es ist ein ganz großes Lob an die Mannschaft, ans Trainerteam, an alle drumherum. Ja, sich Woche für Woche so zu motivieren, nicht erfolgsmüde zu werden, immer wieder
diesen Fokus auf den Samstag oder auf den Spieltag zu legen, 100% zu geben und am Ende dann erfolgreich zu sein, das ist schon sehr gut, ja, das muss man schon sagen. Du hast einen Trainer angesprochen. Warum passt Marco Wildersohn so gut nach Würzburg? Der hat ja auch verlängert. Weil er bodenständig ist, weil er ganz klar unseren Weg mit Spielern mitgehen möchte, die noch sehr viel Entwicklungspotenzial haben, die nicht satt sind, sondern die noch Ziele erreichen wollen. Und ich meine, er hat es in Hoffenheim gezeigt, dass er Spieler entwickeln kann, dass er Spieler ausbilden kann. Und das ist auch unser Markt. Nischenspieler zwischen dritter und vierter Liga, Spieler, die Qualität für die dritte Liga haben, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen es noch nicht geschafft haben, in die dritte Liga zu kommen. Diese aber so zu formen, so zu entwickeln, dass wir zusammen so stark sind und gemeinsam in die dritte Liga gehen und dort dann auch Drittligaspieler ausbilden und entwickeln. Und da passt Marco sehr, sehr gut rein zu unserem Weg und er macht es einfach auch sehr gut. Es zeigt die Punktausbeute, die er in anderthalb Jahren jetzt hat oder die wir haben. Es zeigt die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz, die ich da täglich beobachten kann. Und es ist einfach, wie man in der neuen modernen Sprache heute sagen kann, einfach es matcht zwischen den Kickers und Marco Wildersohn. Um da mal ein bisschen schlechte Laune reinzubringen, auch wenn ihr die Liga mehr oder weniger beherrscht und auch am Ende vielleicht kein einziges Spiel verloren habt und Tabellenführer und Spitzenreiter seid, die Meister werdet, heißt das ja noch nicht, dass ihr aufsteigt. Ihr habt das große losgezogen, dass ihr gegen den Norden noch so ein Relegationsspiel machen dürft. Wie sehr kotzt dich das an? Sehr. Das muss man einfach deutlich so sagen. Diese Regelung ist, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für alle Fußballbegeisterten einfach nicht zu verstehen, nicht nachzuvollziehen. Aber sie ist da. Deswegen müssen wir es leider so hinnehmen. Ich kann es oder wir können es jetzt auf die Schnelle nicht ändern. Dementsprechend werden wir alles dafür tun, um optimal vorbereitet zu sein. Erstmal alles dafür tun, um Erster zu bleiben, um den Meistertitel zu holen, sag ich mal, oder die Meisterschaft zu holen, um dann in den zwei Aufstiegsspielen alles rauszuhauen, um unser Ziel zu erreichen. Davon sind wir überzeugt, dass wir es können, dass wir es am Ende auch schaffen. Aber die Regelung, das ist, sorry, die kann man einfach nicht nachvollziehen. Die letzte Frage, und ich glaube, ich weiß auch schon, wie du antwortest. Lieber Hannover 96-2 oder Phoenix Lübeck oder SV Meppen? Am Ende ist es mir egal, ganz ehrlich. Das war wahrscheinlich die Antwort, die du gedacht hast. Wir können uns da nicht aussuchen, genau. Am Ende ist es mir egal, am Ende können wir es nicht aussuchen. Es sieht ja gerade nach Hannover 2 aus. Eine spielstarke, interessante Mannschaft. Ich mag eher sowas als eine Mannschaft, die sich mit Mann und Maus hinten reinstellt. Von daher würde ich mich auf zwei spannende Spiele freuen und am Ende sieht es jetzt so aus, dass es Hannover wohl ist. Wird man sehen, noch ist Zeit, aber jetzt sieht es ja so aus und darauf freue ich mich. Trotzdem müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen, ganz wichtig. Danke für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht und wir beobachten das. Und wenn ihr aufgestiegen seid, Teil 2, einverstanden? Von mir aus gerne, unterschreibe ich, machen wir so. So machen wir das, alles Gute. Perfekt, danke dir, mach's gut. Würzburg gegen 96. Zweitligaklasse. Ja. Genau, spielen sie vielleicht nochmal gegen Hannover, wenn sie aufsteigen. Das war Sebastian Neumann. Auch da ein längeres Interview, auch ein bisschen über seine Karriere. Der hat ja selber auch gekickt, auch in Würzburg. Und was er denn so vorhat, denn später, ob er immer in Würzburg bleiben will? Ich verrate nichts. Hört's euch an. So, und ich mache jetzt Schluss, was Fußballregionalligen angeht, aber der Kollege Patrick Hoch, seines Zeichens Experte für Regionalligen, hat da mal eine Sportart gefunden, in der es eine Regionalliga gibt, aber trotzdem ist da alles anders, als man sich das denkt. Ja, es gibt Mannschaften, die seit Jahrzehnten gefühlt in dieser Regionalliga spielen, da auch
etablierte Größe waren, die da jetzt aber nicht mehr spielen. Im Eishockey. Ja, die spielen nicht mehr Regionalliga, denn die spielen lieber in der niederländisch-belgischen ersten Liga. Und wieso, weshalb, warum und was da so anders ist, darüber habe ich mich mit dem Teammanager der Bären-Neuwied, Carsten Billigmann, unterhalten. Hi, ich habe hier Carsten Billigmann, den sportlichen Leiter der Bären-Neuwied hier und wollte mit ihm mal sprechen, warum die Bären-Neuwied in der Bene-Liga spielen und nicht irgendwo in Deutschland in der Regionalliga oder so. Hallo. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das war ein Tag im Mai, wenn ich mich nicht recht irre. In der Zeit hat gerade Borussia Dortmund die deutsche Meisterschaft verspielt und da wurde dann über Social-Media-Kanäle vom Nordrhein-Westfälischen Eissportverband oder beziehungsweise Eishockeyverband mitgeteilt, dass alle Vereine, die nicht in NRW ansässig sind, im Folgejahr nicht mehr in der Regionalliga West teilnehmen dürfen. Und ja, das hat uns dann natürlich wie im Blitz getroffen. Da ist dann tatsächlich zwar mir als glühender BVB-Anhänger tatsächlich das Spiel damals gegen Mainz vollkommen egal gewesen. Und ja, seitdem habe ich dann eigentlich bis zur Teilnahme der Benelig durchtelefoniert, was wir alles tun könnten. Genau, wie kamt ihr denn auf die Idee, dann ausgerechnet in die Niederlande zu gehen, anstatt von mir aus, keine Ahnung, in die Regionalliga Nord oder irgendwie sowas? Also die Verbindung zu der Bene-League, die besteht schon ein bisschen länger. Also wir hatten damals 2019, hatten wir zum ersten Mal aufgrund auch fehlender Mannschaften in der Regionalliga West und der deswegen natürlich auch ein bisschen wenigen Anzahl an Spielen in der Liga, die wir natürlich brauchen, um unseren Etat ja so hinzustellen, wie wir ihn brauchen, haben wir einen sogenannten Interregio Cup damals gespielt. Es fing 1920 zum ersten Mal an und dann hatten wir das war so ein Turnier letztendlich oder so ein Pokalturnier und ja, da fing das Ganze an. 1920 haben wir das Ding damals auch gewonnen gehabt, also wir aus Neuwied. Und dann kam ja leider Gottes, also wir haben am 9. Januar, glaube ich, oder sowas, 2020 den Pokal in die Höhe gestreckt und haben uns dann auch fürs Regionalliga-Finale qualifiziert. Und dann kam ja leider Gottes Corona und die Pandemie, was ja die Welt auf den Kopf gestellt hat. Und dann schlief das so ein bisschen ein. Wir haben dann ja in der Regionalliga, war ja auch dann nach dem abgebrochenen Jahr dann ein komplettes Jahr Pause gewesen. Also wir hatten ja gar keinen Spielbetrieb, weil erst ab Oberliga war ja dann plötzlich die Profiliga seit dieser Zeit. Und ja, und dann haben wir danach die Saison dann wieder Regionalliga gespielt und die Regionalliga war halt einfach nicht ja sonderlich ertragsreich. Somit haben wir dann im Folgejahr dann wieder, also das war dann die letztjährige Saison, wieder nochmal mit der Bene die Kontakt aufgenommen, also wir aus Neuwied, und haben gefragt, inwiefern das nochmal möglich ist, dass wir diesen Interregio Cup ausspielen können. Also Bene League wollte immer den Kontakt so Richtung Deutschland halten. Aus NRW, wie gesagt, waren da nicht viele Vereine dran interessiert, bis gar keine eigentlich. Und somit haben wir dann letztes Jahr dann wieder alleine dann nur noch Interregio Cup mit all den holländischen und belgischen Vertretern gespielt. Da sind wir dann Zweiter geworden und ja, da war natürlich die Verbindung dann recht naheliegend, dann erstmal da anzufragen, weil Regionalliga Nord ist sehr, sehr weit weg. Gefällt mir auch nicht so ganz, was die mit der Ausländerregel so betreiben im Norden. Die Regionalliga Südwest hat auch nur 5 Mannschaften im Moment, also auch nicht wirklich sinnvoll. Und ja, der Osten kam für uns auch nicht in Frage, weil es halt einfach zu weit weg war. Da ist ja der auch ehemalige Liga-Konkurrent Lauterbach hingegangen. Und somit habe ich dann letztendlich den Draht zur Bene-League gezogen. Und die waren auch sehr interessiert daran. Ich habe ja dann auch noch dementsprechend die Möglichkeit für Dietz eröffnet, dass die auch mitkommen, weil die sind ja aus der Oberliga abgestiegen und wollten eigentlich in der Regionalliga West antreten. Ja, und so sind wir dann als 2 deutsche Vertreter nun Teil der Bene-League. Mal sehen, wie lange sie noch so heißt, weil mit dem Namen passt ja jetzt nicht mehr ganz so. Nicht so ganz, da müssen noch mindestens 2 Buchstaben da wieder zukommen, aber ich meine, jetzt kann man denken, so ja, dann spielen sie wenigstens Eishockey. Ihr spielt ja gar nicht so unerfolgreich. Ich meine, im Interregio Cup habt ihr das ja schon gezeigt. Jetzt
steht ihr im Halbfinale der Beneliga. Ist das so viel anders, wie ich das denke, als wahrscheinlich deutscher, arroganter Eishockey-Nerd oder nicht? Es fragen viele, ne? Also was wir pauschal natürlich dann immer gerne darauf antworten, es ist nun mal die erste Liga in Holland und Belgien und da laufen in sehr, sehr vielen Mannschaften sehr, sehr viele Nationalspieler rum. Diese Nationalmannschaften können sich niemals mit unserer deutschen messen, das ist vollkommen klar. Aber das Level ist wirklich schon ordentlich. Es ist bedeutend höher als das, was die Regionalliga zeigt. Und wenn ich gefragt wäre, wie es zu vergleichen ist, sage ich immer, das ist so ein mittleres Oberliga-Niveau. Also da sind schon viele Mannschaften dabei, die sicherlich ein mittleres Oberliga-Niveau gehen können. Da das jetzt nicht vergleichbar ist, jetzt zum Beispiel im Norden mit Tilburgs, Hannover Scorpions und auch Essen dieses Jahr oder sowas, das ist vollkommen klar. Da wird auch noch ein bisschen, ist der Etat auch noch ein bisschen höher. Aber alles in allem ist es vom Level, ja, wie gesagt, mittleres Oberliganiveau. Und wo wir sicherlich dann nochmal ein bisschen stärker sogar sind, ist, wenn wir dann über die physischen Spielanteile sprechen. Weil das ist schon eine Männerliga. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also ist das mehr so nordamerikanischer Style als Hackespitze 1, 2, 3 aus Europa? Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr körperbetont. Es war lange Zeit, war es auch teilweise ein bisschen drüber. Wir kennen ja die Mannschaften ja schon ein bisschen länger, aber auch ganz gerne ja auch mal die Vorbereitung gegen die gespielt haben. Das ist deutlich fairer geworden. Es ist fair, aber es ist sehr, sehr hart. Also hat mir auch einige Spieler auch während der Saison aus der Oberliga hinzugeholt. Die sagen alle, das vom Körper, also vom physischen Spiel her bedeutend härter ist als das, was wir aus der Oberliga kennen. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt auch langsam gemacht. Also selbst wir, ich meine, der Kader war für Regionalliga ausgelegt, als wir im Mai diese Nachricht bekommen haben. Deswegen musste ich auch in diesem Jahr ungewöhnlich häufig nochmal ein bisschen was verändern und nachlegen, weil es tatsächlich schon nochmal ein Unterschied ist, ob man zweimal am Wochenende gegen diese Mannschaften spielt oder ob man einfach nur so ein Interregio Cup spielt, wo alle zwei Wochen mal so ein Gegner auf einen lauert und da kann man dann vielleicht ja mit Mauern und Taktik oder sowas das dann irgendwie gut über die Bühne bringen. Also da, das ist schon nochmal was anderes, wenn man da wirklich jedes Mal am Wochenende zweimal gefordert wird. Ich meine, jetzt spielt ihr im Halbfinale und vielleicht spielt er dann im Finale. Da wäre ja dann sogar ein deutsches Duell in der Beneliga möglich. Wie sieht denn, oder habt ihr schon einen Plan für die Zukunft? Wollt ihr da bleiben oder wollt ihr auch wieder oder wollt ihr wieder zurückkommen? Also in die Regionalliga würden wir auf gar keinen Fall zurückgehen. Da sehe ich keinen Sinn drin. Hat sich natürlich da jetzt ein bisschen verteilt. Sicherlich ist Dortmund und Ratingen da im Moment eine ganz gute Adresse. Spielen ja im Moment da auch das Finale. Ja, da sind natürlich ein paar Spieler aus NRW hingegangen, die das Level Beneliga nicht gehen konnten oder auch nicht gehen wollten aufgrund der Reisetätigkeiten von uns jetzt dementsprechend. Also von daher, aber sonst ist da halt auch nichts. Und danach fällt es halt dann hart ab. Und das ist nicht das, was wir wollen. Oberliga ist sicherlich immer ein Thema für die Zukunft, wenn der DEB vielleicht dann der Meinung ist, das Ganze mal ein bisschen umstrukturieren. Für uns ist, wir waren immer zu groß für die Regionalliga, das wurde uns ja auch häufig zum Vorwurf gemacht, und zu klein für die Oberliga, um da halt richtig mit anständig mitzulaufen. Und die Beneliga ist die perfekte Liga für uns. Das passt einfach, das ist eine Liga, wir sind neun Teams im Moment, es sollen nächstes Jahr noch ein paar dazukommen, wie gemutmaßt wird. Und es ist eine Liga, da kann jeder jeden schlagen. Also, und wir haben es im eigenen Leibe verspürt. Und nachher muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man den Playoffs sieht, da könnte auch der Achte es schaffen, nachher Meister zu werden. Das ist wahnsinnig interessant. Die Zuschauerzahlen explodieren bei uns im Verhältnis zu dem, was über Jahre in der Regionalliga waren. Also, müssen wir überlegen, gestern Abend war unser Spiel, zweiter Halbfinalspiel gegen Den Haag. Das war leider, Gottes, nicht nutzen konnten, um direkt schon einzuziehen ins Finale. Aber, ja, da waren 2030 Leute, das war 70 Zuschauer vor Ausverkauf. Das gab's. Ich habe eben einen Presseartikel gelesen, zuletzt im Jahre 99, 2000. Und da war das eine Zweitligamannschaft, die damals gegen die DEG gespielt hat. Also von daher ist das, ja,
ist schon ein ganz anderes Level. Wir haben jetzt die Playoff-Spiele mal zusammengezählt, also in den letzten 3 Spielen sind 4.600 Leute zu uns gekommen zusammen und das ist schon eine Ansage, denke ich. Also hat sich der Weg nach Belgien, Niederlande für euch gelohnt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war die beste Entscheidung und vielleicht muss man nachher den handelnden Personen aus NRW sogar danken dafür. Dann gucken wir einfach mal, wie die Benelig sich weiterentwickelt und wie es mit euch läuft in Richtung Finale oder nicht. Und auf jeden Fall, ob das so weiterläuft mit einer erfolgreichen Teilnahme an der Benelig, dank dir. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich habe natürlich noch mehr über die Situation Neuwied und so weiter unterhalten und auch über den Herr Bene-Teilnehmer an der deutschen Oberliga, nämlich die Tilburg Teppers, die den anderen Weg gewählt haben. Ah ja, und Neuwied steht jetzt im Finale, aber leider nicht gegen Dietz, sondern gegen Lüttich. Okay, wo du sagst Tilburg, ich glaube in der Oberliga spielt auch Deggendorf. Das sind, glaube ich, 18.637 Kilometer zwischen beiden Orten, kann das sein? Genau, die spielen jetzt auch im Viertelfinale oder Halbfinale gegeneinander. Krass. So, was haben wir denn noch? Es gibt ja keinen Fußball am Wochenende. Nee. Vielleicht hat ja einer Lust, ein Buch zu lesen. Wir hatten ja schon, wir sind heute, ey, kulturmäßig unterwegs. Wahnsinn. Unser Bücherwurm Christian Sprenger darf natürlich da nicht fehlen, hat uns nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass nämlich von Donnerstag bis Sonntag die Leipziger Buchmesse läuft. Und dann hat er mal sich den Autor Boris Koch geschnappt. Der vergleicht Leipzig und Frankfurt, also ist nicht fußballerisch, sondern die Buchmessen. Dann vergleicht er Schriftsteller, Autoren und Fußballer. Und er berichtet auch über ein neues Buch von ihm, ein Jugendbuch, in dem auch Fußball eine Rolle spielt. Sprenger spricht heute mit Boris Koch. Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht hier, mal wieder in der Sportstunde. Buchmesse statt Bundesliga. Am Wochenende ist es in Leipzig mal wieder soweit. Boris Koch ist Buchautor und Leipziger. Heimspiel für dich. Was macht denn den Unterschied zwischen Leipzig und Frankfurt aus? Klammer auf, nicht bei dem Verein, Klammer zu. Ja, bei dem Verein, das würde länger dauern. Bei der Buchmesse ist es wahrscheinlich relativ einfach zusammenzufassen. Die Leipziger Buchmesse ist zumindest jetzt in der neueren Tradition, in der Nachwendetradition, ein großes Fest des Lesens, ein Aufeinandertreffen von Autoren mit Lesern, mit Bloggern, und während in Frankfurt es eine traditionelle Geschäftsmesse ist, die ersten 3 Tage sind auch, oder die ersten 2,5 Tage inzwischen sind nicht für die Öffentlichkeit, sondern es geht um Verträge machen, um Gespräche mit Agenturen, und das ist mehr so eine sehr konzentrierte Arbeitsgeschäftsmesse, aber es ist einfach die lebendigere, die freundlichere Messe wäre Leipzig, wenn man das so zusammenfassen will. Warum ist es denn leichter an Bestseller-Autorinnen und Autoren, die ja wirklich ohne Ende Bücher teilweise verkaufen, ranzukommen, als jetzt an irgendwelche mittelklassigen Fußballer zum Beispiel? Weil die Fußballer wahrscheinlich immer noch die größeren Stars sind. Die schotten sich einfach leichter ab. Ich glaube, die durch das soziale Medium und das Ganze außenrum, die öffentliche Aufmerksamkeit, dürfen die weniger Fehler haben oder haben Angst, mehr Fehler zu machen oder vielleicht sind sie auch arroganter, ich weiß es nicht, ich kenne weniger davon. Aber als Autor, wenn du die ganze Zeit keinen Kontakt nach außen hast, sondern mit dir selber in deinem Zimmer sitzt und nur schreibst mit deinen Gedanken, bist du einfach froh, auf die Leute zu treffen, die deine Bücher lesen, die das mögen, was du tust. Und solange du da nicht beschimpft wirst, das ist eine wunderbare Erfahrung. Was euch außer einem Meet and Greet mehr oder weniger dann auf der Buchmesse alles erwartet, das erfahrt ihr bei mir in einem Special, Ausgabe 167. Sportbücher gibt es auch? Gibt es einige auf der Messe, aber es ist natürlich ein kleiner Anteil, wenn man es jetzt auf die Menge der gesamten Bücher verteilt. Aber ich glaube, dieses Jahr dürften ein paar da sein zur EM. Zu Olympia wird ja gern außenrum irgendwas immer gemacht, entweder Bildbände, Biografien oder eben
Taktikbücher eventuell. Und es gibt von dir auch was Neues zur Buchmesse. Natürlich. Wie soll es anders sein bei einem, der Basketball gespielt hat, der Fußball gespielt hat? Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe Mittelstrecke gelaufen, Tischtennis gespielt und ich glaube, 3 Doppelstunden Tennisunterricht genommen. Das war dann nicht so weit. Ja, das ist ein Jugendkrimi ab 12, Feuer ohne Zeugen, und ist eine Neuauflage eines älteren Buchs, überarbeitet. Und darum geht es unter anderem auch um einen Fußballteil, denn es wird eine Brandstiftung stattfinden in einer Münchner Schule. Es sind keine großen Schäden, paar tausend Euro Sachschaden, aber trotzdem sind die drei Hauptfiguren, drei Jungs, die ein illegales Schülermagazin herausgeben, wollen unbedingt herausfinden, wer das getan hat, denn sie selber werden vom Schulleiter verdächtigt, dafür verantwortlich zu sein. Und sie denken, bevor die Polizei noch auf Ideen kommt, ihnen hinterher zu sein, müssen sie das selber rausfinden. Und sie suchen im Umfeld von Sprayern, Skateboardern, aber auch vor allem im Bereich vom Fußball, weil beim Fußballspiel davor gegen eine andere Schulmannschaft hat der Sechser, ein pöbelnder, tretender Spieler, Rachegedanken laut geäußert, nachdem sie verloren hatten. Darum dreht sich das ein bisschen in der Geschichte, und ich habe dort verschiedene Beobachtungen und Erfahrungen aus meinem eigenen Leben praktisch mitgemacht, also hereinsteigern in ein Spiel, wie man mit seinem Gegenspieler quatscht, während man auf dem Fußballfeld steht, wie eine Dynamik innerhalb der Mannschaft stattfinden kann, stattfindet, wie viel Verantwortung man für die anderen nimmt, wie man für sie einsteht oder eben auch Drucksituation oder Konkurrenzsituation. Und das sollte da alles mit reinspielen, und da es ein Kriminalroman ist, eher so die düsteren Seiten dieser ganzen Geschichte, wobei ich Sport ja sehr mag und sehr viel davon halte, was Mannschaften füreinander tun können, was man innerhalb füreinander tut, für Mannschaftskameraden. Und hier ufert es halt ein bisschen aus. Fantastik, könnte ich jetzt sagen, weil Fantastik schreibt er übrigens auch noch. Dankeschön, Boris Koch. Danke dir fürs Interesse. Tschüss. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, der war auch schon mit drei anderen Fantasy-Autorinnen in der Ausgabe 127 von Sprenger spricht. Und tschüss. Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, der zweitbeste Podcast nach unserem. Sprenger spricht zum Thema Bücher, Literatur und immer wieder auch mit dem Thema Sport. Und das findet ihr dann bei uns in der Sportstunde. So, wir hatten Buchtipps, wir hatten Filmtipp, wir hatten Regionalliga-Eishockeyspieler, die in Holland spielen, wir hatten Tussis, wir hatten das Bayer Leverkusen der Regionalliga Bayern. Was für ein Purée. Ja, mich hat der Herr Sprenger gerade eben noch dazu inspiriert, auch mal ein Buch zu schreiben über Gespräche auf Bord. Ah. Was man so dem Gegner noch mitgibt auf die Reise. Ab 18 mit den ganzen Beleidigungen, die da kommen. Also wenn du da mal so ein Jugendfußballspiel an der Seite stehst, dann du nicht, aber was da manchmal abgeht. Heidi Witzka, sag ich nur. Ja, die Heidi ist da auch öfters in den Genau. Also, wir sind durch. Heute in wieder alle Facetten des Sports. Haben wir was vergessen? Nee, ne? Nee. Wir können nur jetzt keinen Fußball gucken dieses Wochenende, so richtig. Ja, Nationalmannschaften, die irgendwo spielen, aber Bundesliga halt nicht. Ja. Zweite Liga halt nicht. Und dritte Liga auch nicht. Ne? Aber dafür können wir DEL-Playoffs gucken. Richtig. Und die Eishockey-Damen sind auch aktiv, die sind schon weiter. Da ist nämlich gerade die Finalserie zwischen den Ingolstädterinnen und den Memmingerinnen. Heißt das so? Ich glaube, da steht 2-0 für die Memmingerinnen und können das am Wochenende durchziehen. Ah, dann im Handball, ne? Flensburg, haben wir schon gehört. Kiel und ja. So. Haben wir gehört von Holger Glandorf. Ein Blick zum Basketball in der BBL trifft Chemnitz. Immerhin Tabellenerster auf das Euroleague-Team Alba Berlin. Nicht wahr? Volleyball ist auch Playoffs. Richtig. Dann haben wir sogar noch eine WM. Ja, für dich besonders. Ja, man nennt mich auch Rittberger.
Ja, die Eiskunstlauf in Montreal ist da. Ja. Genau. Und Bob und Skeleton macht das Grand Finale in Lake Placid. Dann gibt es noch die Überflieger beim Skifliegen in Planitza. Und wir Tennis haben auch ein bisschen Tennis in Miami. In Miami und. Die USL, USFL fängt an. Und so weiter und so fort. Das eine hört auf, das andere fängt an. Es geht immer weiter. Die Radklassiker sind schon unterwegs, aber Milan Sanremo schon. Immer wieder Sport, wir sind dabei. Wir verfolgen das für euch, wir haben das im Auge. Wir haben Flops, Tops, Sportler der Woche immer wieder. Nächste Woche auch wieder. Ja. Dann kurz vor Ostern hat bestimmt der Patrick ein Überraschungsei dabei. Da bin ich ziemlich sicher. Und er kümmert sich diesmal wieder selber um History, würde ich sagen. Grüße an Pickles in den Hundehimmel. Ja. In diesem Sinne ein dreifaches Wow, Wow, Wow und auf Wiedersehen. Bis dann. Grüße an Pickles. Tschüss.